Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie wir uns eine Wiederherstellungspartition oder auch Recovery Partition genannt auf unserem PC erstellen können, ja, mit Windows drauf. Das kann vielleicht hin und wieder ganz nützlich sein, wenn Windows zum Beispiel nicht mehr bootet, ja, nicht mehr startet, dann können wir eben von dieser Partition booten und uns die Reparaturoptionen aufrufen bzw. eine Reparatur starten. Wir können darüber auch vielleicht ein Backup zurückspielen, falls wir uns eins erstellt haben vorher, oder aber auch Windows komplett neu installieren, ja, ohne dass wir noch irgendwie einen Datenträger brauchen, ja, also ohne Windows DVD oder Windows USB Stick. Genau, das geht recht oder ja relativ einfach, ja. Alles was wir dafür brauchen, ist erstmal eine Windows, eine Image hier, ja. Ich habe das jetzt hier, eine ISO, das ist jetzt eine Windows 10 beispielsweise. Die müssen wir erstmal extrahieren, ja, entpacken hier, zack. Ich habe das jetzt schon gemacht, um Zeit zu sparen, ja. Das sieht dann eben so aus hier. Da sind die ganzen Dateien hier, die ganze, ja, Windows, die Files hier. Und dann brauchen wir noch hier dieses, das ist ein kostenloses Programm, EasyBCD nennt sich das. Das brauchen wir einfach, um den Bootmanager zu editieren, zu bearbeiten. Ja, das Programm könnt ihr euch einfach irgendwo aus dem Internet herunterladen, kostenlos, wie gesagt. Allerdings, ja, vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, wir müssen hier für die Festplatte nochmal neu partitionieren, ja, und die neue Partition formatieren. Das kann unter Umständen auch schief gehen, ja. Wenn wir da was falsch machen, dann sind unsere Daten weg. Deswegen, wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann bitte nicht nachmachen, ja. Das ist, wie gesagt, ein bisschen, ja, gefährlich. Also das kann zu Datenverlust führen, wenn wir da was falsch machen. Genau, wir können auch jetzt hier direkt loslegen mit der Partitionierung der Festplatte. Das können wir jetzt hier über hier unsere Datenträgerverwaltung. Ja, wir rufen uns einfach das Tool hier auf. Und genau, hier habe ich meine Festplatte C, ja. Das können wir jetzt einfach mit der hier mit der rechten Maustaste anklicken. Dann öffnet sich hier dieses Menü hier, und hier haben wir die Option Volumen verkleinern. Ja, da klicken wir einmal drauf. Jetzt wird da ein bisschen berechnet, genau. Jetzt werden wir nachgefragt, um wie viel soll das jetzt verkleinert werden. Wir nehmen uns jetzt vielleicht 5 GB einfach, genau. Genau, also wir werden jetzt uns eine neue Partition hier erstellen, die 5 GB groß ist oder fast 5 GB, ja, und klicken hier auf Verkleinern. Jetzt, genau, jetzt ist es schon durch. Die neue Partition ist da, ist allerdings noch nicht formatiert. Genau, wir können hier nochmal nachschauen, vielleicht. Und am Windows Explorer, die neue Partition ist hier noch nicht zu sehen, ja. Die müssen wir natürlich erstmal formatieren. Ja, das können wir, indem wir hier wieder mit der rechten Maustaste draufklicken und hier neue einfaches Volumen auswählen und dann den Wizard hier folgen. Einfach weiter, weiter, weiter. Hier können wir noch einen Buchstabe, Laufwerkbuchstabe zuweisen. Das können wir jetzt so lassen. Klicken auf Weiter. Hier können wir meinetwegen Recovery, irgendeinen beliebigen Namen hier eingeben, ja. Und auf Weiter, Fertigstellen, und schon wird jetzt die Formatierung gestartet, ist jetzt schon durch. Ja, wenn wir jetzt hier genau nachschauen, dann haben wir jetzt hier schon die neue Partition, die wurde jetzt erstellt, ja. Jetzt können wir das Tool hier vielleicht, genau, einfach schließen, und dann müssen wir jetzt hier diese extrahierte Daten, Dateien hier, Files, einfach alles markieren und kopieren, ja, und das müssen wir
dann eben hier in den auf dieser neue Partition einfach einfügen. Ja, die müssen wir jetzt hier alles reinkopieren, alle Dateien. Das dauert vielleicht ein paar Sekunden, je nachdem, wie schnell die Festplatte auch ist. Ja, und wenn das jetzt durch ist, dann werden wir uns einfach dieses EasyBCD Tool, ja, werden wir das starten und dann ja den Eintrag da in dem Boot Manager hinzufügen. Ja, das ist gleich durch hier, dauert einen kleinen Moment noch. Zack. Genau. Okay. Das ist jetzt noch ein paar kleine Dateien hier, die noch rüber kopiert werden müssen. Und genau, nachdem das jetzt durch ist hier, ja, wir haben jetzt hier alles reinkopiert. Ja, wir sehen hier unsere Recovery-Partition hier, die Windows-Dateien hier. Dann starten wir einfach unsere EasyBCD hier, das Tool. Und hier können wir, wie gesagt, unseren Bootmanager bearbeiten, ja, editieren. Genau, dann sieht hier so aus. Hier gehen wir einfach hier neue Eintrag zufügen. Ja, einfach hier draufklicken. Genau, und hier haben wir WinPE. Ja, einfach hier nochmal draufklicken. Hier können wir ja irgendeinen Namen eingeben. Ich mache mal Windows 10. Recovery vielleicht. Genau. Und hier beim Pfad müssen wir einfach zu unserer Recovery Partition hier navigieren. Und dann hier unter Sources. Ja, in den Ordner hier haben wir dieser Datei hier, ja, boot.vim. Das wählen wir jetzt hier aus. Zack. Und dann müssen wir nur noch hier auf Eintrag zufügen klicken. Und jetzt wurde schon hinzugefügt. Genau, das ist jetzt schon durch. Jetzt können wir uns, ja, jetzt können wir das durch hier alles schließen und das war's auch schon alles. Und wenn ich jetzt einmal, wenn wir jetzt einmal neu starten hier, dann werden wir sehen, dass, ja, wenn wir alles richtig gemacht haben, erscheint jetzt hier, ja, der Windows, der Boot Manager. Und dann haben wir die Möglichkeit, dort auszuwählen, ja, unser Windows normal starten sozusagen oder eben von dieser, ja, Recovery Partition. Genau, jetzt sehen wir hier, ja, und jetzt, wenn ich jetzt, also hier startet Windows ganz normal, mein Betriebssystem, was installiert ist. Und wenn ich jetzt das hier auswähle, dann startet jetzt sozusagen wie von einer, als wenn ich jetzt einen Datenträger, eine Windows-CD oder DVD in den Laufwerk eingelegt hätte, ja. Genau. Dann sieht es eben so aus und hier können wir dann eben, haben wir die Möglichkeit hier die Computerreparaturoptionen auszuwählen oder eben Windows neu installieren. Zack, ja, oder ganz normal Windows starten. Ja, genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.